Herzlich willkommen zurück zu Stranded und Tag 26, wenn ich nicht doof bin. 7.14 Uhr. Perfekt. So, haben wir gesagt, Fische. Mond steht auch noch da. Fische, Fische. Halt! Haben wir irgendwo Libellen? Libellen, Libellen, Libellen. Hier unser Netz. Oder kommen jetzt auch Schmetterlinge? Mir ist gerade eigentlich gerade egal. Oder irgendeine Rinde? Kriege ich hier Rinde, wenn ich hier dran schlage? Rinde. Kriege ich hier bestimmt nicht, weil so ein Ding hat keine Rinde. Aber hier. Oh, da waren die Bälle. Die muss ich jetzt erstmal hinterher rennen. Abkürzung. Abkürzung. Es hat geklappt. Okay. Die Bälle gefangen. Und dabei getötet, steht sogar darunter. Ah ja, alles klar. Ja, haben wir hier noch eine? So mit einer Libelle kommen wir auch nicht wirklich weit. Oder so einmal Insektenteilen. Aber hier kriege ich ja nur Blätter und keine Rinde. Also, ist da, um Insektenteile halt zu finden. Die ist doch nur unter der Rinde, oder? Die gibt es vielleicht auch noch irgendwie anders. Ja, wenn man wahrscheinlich Libellen fängt und tötet. Ja, aber ansonsten fliegt hier nicht mehr wirklich was rum. Ja, dann komm, angeln. Da, halt, da ist noch eine. Ich hab dich. Ich hab dich gleich. Hab dich gleich. Juhu. Oh. Wie fies ist das eigentlich? Sorry, ich muss dich leider töten und benutzen, weil ich Fische fangen muss. Wahrscheinlich muss ich gar keine Fische fangen, sondern nur Muscheln sammeln. Tja, man weiß es eben nicht. Fliegt jetzt hier noch irgendwas um? Wahrscheinlich so. Ich komm, hol mal die Angel raus. Komm, hol das Lasso raus. Den Cowboy und die Anna. Ja. Ah, toll. Insektenteil als Köder benutzt, aber kein Fisch gefangen, oder was? Kann ich jetzt nochmal so vier scheiß Fische finden, bitte? Ohne Mist. Soll ich jetzt den ganzen Tag hier stehen? Außerdem habe ich Hunger und außerdem hätten wir mal am Brunnen was bringen können. Ja. Ach nee, ich habe ja noch. Wow! Ich würde sagen, eine Libelle bringt mehrere Insektenteile. Ja, das ist natürlich gut. Ja, dann ist ja alles gut. Ah, vielleicht ist die Stelle hier auch scheiße. Wenn wir jetzt keine finden, dann gehe ich weg. Das hat geklappt. Okay, dann bleiben wir doch hier. Komm, drei noch. Jetzt wird er verarschen. Wir brauchen wahrscheinlich gar keine Fische, sondern Muscheln. Und ich muss hier wieder komische Disney. Juhu! Disney. Walross muss ich die irgendwie mit Liedern dazu bringen, mir zu folgen, damit er an das scheiß Muschelfleisch kommt. Oh, oh, ja, wir kriegen Durst. Ja, ja, ich geh gleich zu. Haben wir keine Köder mehr? Haben wir nicht mehr. Wie viel haben wir denn? 18 und 5. 3, 2, ja, wir brauchen immer noch 2. Ja, 18 und 5. 2 Fische brauchen wir noch. Und dann im Endeffekt ist es unser Schatz. Komm, jetzt angel nochmal. Du schaffst jetzt auch ohne. Außerdem weiß ich nicht, ob hier noch irgendwelche Wellen überhaupt rumfliegen. Vielleicht ist es auch egal, was wir haben. Vielleicht, ne? Vielleicht geht auch Seestern, Muschel, Fische. Vielleicht geht das auch alles. Wer weiß, vielleicht können wir uns ja gleich teleportieren. Aber ich versuche trotzdem vorher, oder? Sollen wir es gleich versuchen, ohne 25 Fische zu haben? Weil sie sind ja eigentlich alle Kinder des Meeres. Das hat geklappt. Oder? Ich habe jetzt 9 Muscheln, 3 Seesterne, einige Fische. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt nochmal, ja, gehe glaube ich lieber mal mit der Machete, falls irgendwas Schlimmes passiert. Trink noch mal was, ess noch mal was, kein Fischzeugs. Und nochmal einen Keks. So, und dann pack jetzt nochmal ein, was geht. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Oh, bald ist unser Getreide hier gewachsen, sag mal. Ja, das Gold lassen wir jetzt trotzdem da. So, 25 Gramm noch frei. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr was ist. Volles Haus hier.
Okay, Tschüssikowski übrigens hier. Ich mache mir jetzt auf den Weg. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Was? Ich dachte gerade, ich hätte eine Libelle oder einen Schmetterling gesehen. War das jetzt der hier? Nee, das war der da hinten, ne? Der da war das, glaube ich. Okay, tschüss, liebe Welt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Ah, ich muss 25 Kinder des Meeres auf dem Stein ablegen. Dann leg mal ab. Leg mal die 18 gebratenen Fische ab. Ja, warum auch nicht? Liegen die jetzt da? Ja, so ungefähr. Na super. Drei Seesterne. Halt, können wir das bitte nochmal anders machen? Kannst du die bitte nochmal aufheben? Kannst du die jetzt echt nicht mehr aufheben, halt? Wir müssen ja gar nicht alle hier, die könnten ja noch essen. Danke. Legst du bitte mal ab. Ja. Kannst du alle ablegen. Danke. Ja, drei Seesterne. Plus 9 Muscheln. Genau. Kriegen wir eh nie wieder, weil die jetzt genau auf dem Stein liegen. Drei Seesterne, 9 Muscheln haben wir. 11. Was? 12. Oh, ich kann nicht mehr rechnen. 12 Kinder des Meeres, hoffe ich jetzt mal. Und dann leg mal 5 Fische ab. 17. 17. Fehlen noch 3. 5. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Was habe ich jetzt gesagt? 17? Was? 3 und 5? 8. Dann liegt 9 ab. Ist mir jetzt auch scheißegal. Das krieg ich alles nie wieder. Egal, ich habe jetzt keinen Bock, mein Inventar nochmal aufzufüllen. Reiß jetzt bitte einfach. Ja. Was soll ich denn bitte? Jetzt habe ich doch... Das sind doch alles Kinder des Meeres. Was genau willst du jetzt? Kann ich jetzt das wieder auch aufnehmen? Ja, kann ich. Okay, vielleicht geht der gebratene Fisch nicht unbedingt. Dann sammel doch jetzt nochmal hier so Muscheln und Seesterne. Oder, Leute? Oder einfach ein Hai. Leg ein Hai drauf, muss auch gehen. Ist das hier eine Muschel? Nein, das ist ein Stein, das ist irgendwas. Vielleicht doch. Guck mal die Angel aus. Komm, hol dein. Angel, wo ist sie denn? Spiel mal deine Angel gerade. Oh, es wird bald schon dunkel. Leute. Upsala, falsch. Dann angeln wir jetzt halt nochmal Muscheln oder ich weiß nicht. Muscheln, Seesterne. Juhu! Ja, Muscheln. Vielleicht legen wir dann auch nur die drauf. Aber Fische müssen es auch sein. Ja, vielleicht halt nicht gebraten. Oh, es wird dunkel und ich fange nichts. Tja, wäre so schön gewesen, wenn wir einfach mal früher hier weggekommen wären. Aber das... Tja, das war nicht. Ja, willst du mich verarschen? Ich fange halt gar nichts mehr jetzt hier. Bleiben noch ein paar Tage hier. In Zeitraffer vielleicht sogar, wenn ich nur... Oh, es geht's verbessert. Dann lass mal sehen. Was haben wir denn jetzt? Können wir jetzt besser fangen? Hat geklappt. Seestern. Können wir die eigentlich auch essen? Man weiß es nicht. Angeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendetwas angelst, erhöht sich. Außerdem kannst du nun Reusen bauen, welche automatisch Fische fangen. Wenn wir also doch Fische brauchten, sollten wir vielleicht das mal machen, dann so Reusen bauen. Komm, ja, das Nudel angeln wir mal ein bisschen, damit wir irgendwas fangen jetzt erstmal. Also eben hat nicht funktioniert, obwohl wir eigentlich eine Anzahl hatten. Das heißt, wir können entweder, ja, dann können die gebratenen Fische nicht gehen, oder die Fische gehen an sich nicht, was keinen Sinn macht. Das sind ja Kinder des Meeres. Die gehen bestimmt die gebratenen Fische nicht hin. Ja, du bist müde, wir gehen gleich schlafen. Das hat geklappt. Ja,
Zittern abzubauen. Ja, gute Nacht, Stein. Haben wir noch irgendwas zum Braten? Wir hatten doch noch Fleisch, glaube ich, oder? Hm, dachte ich. Oder auch nicht. Trink noch mal was und ess noch mal was. Und leg mal die Kranken aufs. So, trink noch mal was. Ja, das ist mega. Unser Getreide ist halt echt bald wieder fertig, aber gut, dann können wir wenigstens mal ein Dings machen. Ess noch mal ein Brot. So. Gut, und jetzt ganz dringend schlafen. Falsch. Wie spät ist denn? Ja, 20 Uhr. Ja, hast halt viel gearbeitet heute. Okay, dann wieder gute Nacht und wir befinden uns morgen wahrscheinlich nochmal beim Angeln. Ja, so leid es mir tut. Ich würde auch gerne mal jetzt wieder langsam weg, aber ich werde jetzt hier aber trotzdem erstmal auch Stopp machen, da ich ja jetzt schon vor zwei... Wir machen mal hier auch mal hier Stopp, weil nicht, dass jetzt die Zeit so schnell umgeht und wir hier gleich sterben, weil wir vor Müdigkeit sterben. Einfach, weil wir ja schon vor zwei Tagen, glaube ich, das mit diesen Kindern des Meeres hatten und vielleicht wollt euch ja was Besseres ein. Vielleicht sagt, schreit ihr ja gleich Muscheln, wo ich noch gesagt habe, Fische oder so. Und darum, ja, mache ich jetzt hier auch erstmal einen Aufnahmestopp. Ich habe auch einige Tage aufgenommen, also vier oder so. Und dann, ja, freue ich mich aber, oder auch nicht, weil ich jetzt langsam keinen Bock mehr habe zu angeln. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal. Lass mich mal hier wieder rausgehen aus dem Menü. Gute Nacht.